Die 81 plus Spielerwahlkarten sind wieder draußen und die waren immer sehr, sehr geil. Zumindest hier bei uns auf dem Main-Account. RTG war jetzt nicht so ganz so gut, wenn ich die mal gemacht habe. So ein paar Tots haben wir ja schon gezogen, meine Freunde. Genau 7 Stück. Ich habe das jetzt mal einfach nur zusammengefasst. Die ganz normalen Community-Tots und die richtigen Tots. Aber schauen wir mal, was wir hier so geiles bekommen. Let's go! Ich sage ja immer, ihr müsst mindestens 5 bis 10 Stück von den Dingern machen und dann kommt da auch was Gutes bei raus. Wenn ihr jetzt plus 2 oder 3 macht, dann kann das natürlich eine richtige Glückssache sein, dass ihr da was richtig Geiles zieht. Aber eigentlich müsst ihr mehr davon machen. Ich für meinen Teil, wie gesagt, habe jetzt bloß 5 Stück für euch vorbereitet. Sollte ja auch reichen für so ein kleines Videochen. Muss ja auch nicht zu lang werden. Bis jetzt haben wir noch nichts gezogen. Wenn ihr auf jeden Fall was Geiles gezogen habt, meine Freunde, schreibt es mir unbedingt gleich am Anfang jetzt in die Kommentare hinein. Ja, bis jetzt wartet ja hier wirklich noch Janisch. Aber ich sage ja immer, was willst du mit den ganzen Karten im Verein? Ich glaube, ihr müsst 5 seltene Goldspieler dafür raushauen. Und den Rest ganz normale Non-Rare-Spieler, also auch Goldspieler. Aber wie gesagt, was soll da damit im Verein, meine Freunde? Jetzt sind wir immer noch nicht. Gibt's doch ja nicht. Die letzte Karte. Jetzt gerne ein Like und ein Abo dalassen. Leber, und den habe ich schon. Scheiße. Ja, dann würde ich sagen, ich nehme Leber und mach doch mal schnell irgendeine SPC davon, ne?